Ich weiß nicht, wie gut ihr den Propheten Elia kennt, also zumindest seine Geschichte. Persönlich ist es ein bisschen kompliziert, weil er schon vor langer Zeit gestorben ist. Aber das ist eine der zwei wichtigsten Gestalten aus dem Alten Testament. Also eigentlich von drei, aber zwei der wichtigsten Propheten. Nicht ohne Grund steht er mit Jesus auf dem Berg der Verwandlung zusammen mit Mose. Also Mose und Elia sind die Propheten des Alten Testaments. Und Elia, muss ich sagen, ist auch die Lieblingsgestalt, also meine Lieblingsgestalt aus dem Alten Testament. Es ist ein Prophet, von dem wir heute nur einen kurzen Bericht hören, aber der Großes vollbracht hat. Gott hat ihn auserwählt, damit er vieles tut. Zu seiner Zeit war in Israel nicht besonders viel Gottesfurcht, und das, was Mose ihnen auf den Weg mitgegeben hat, den Israeliten, wurde nicht mehr beachtet. Er war der letzte Prophet, der an den Gott Abrahams glaubte. Alle anderen Propheten im Land Israel und Juda haben dem Baal gehuldigt, also einem Götzen. Und eine der großen Taten, die zu denen Gott Elia auserwählt hat, die auch Elia vollbringt, ist ein großes Gericht über diese Propheten. Also das ist sozusagen ein Duell gewesen, wo er es waren 400, glaube ich, Propheten des Baal herausgefordert hat zu eben einem Duell. Da gab es zwei Scheiterhaufen mit den Opfern, jeweils für den entsprechenden Gott, also ein Haufen mit Holz mit Opfer für den Baal, wo die Propheten des Baal den ganzen Tag darum gebetet haben, dass sich Feuer selber entzündet, ist nichts geschehen. Warum sollte es auch? Es war ein falscher Gott. Und ein Haufen mit Holz und dem Opfer für den Elia, wo er noch einen oben drauf setzt und das Ganze mit viel Wasser übergießt, kurz betet, da kommt Feuer vom Himmel und verschlingt nicht nur das Opfer, sondern auch die Propheten des falschen Gottes. Elia hat noch viele andere Sachen gemacht. Einmal hat ihm der Herr in den Mund gelegt und gesagt, du sollst, damit die Leute zur Vernunft kommen, eine Dürre über dieses Land ausrufen. Elia spricht ein Wort, mehr als 3 Jahre hat es nicht geregnet. Und so einer ist Elia. Ein großer Prophet, zu großen Dingen berufen, große Dinge vollbringend. Und heute sehen wir ihn an diesem Ginsterstrauch in der Wüste, wo er nach seinem größten Sieg über diese 400 Propheten ziemlich entmutigt ist. Und das ist auch, glaube ich, zumindest in meinem Leben oft so, wenn man am großen Teil hat, wenn man große Dinge vollbringt, sei es ein Hausbau oder wenn man sich politisch engagiert oder für seine Familie etwas Großartiges macht, sei es ein tolles Mittagessen oder irgendetwas anderes, da fühlt man sich gut, weil man weiß, man hat Teil an etwas Großem. Und da ist es auch einfach, die Verbindung zu Gott aufrecht zu erhalten, sich auch irgendwie nützlich zu fühlen. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir an diesen großartigen Dingen nicht teilhaben können. Entweder bietet sich keine Möglichkeit an, oder wir haben keine Mittel oder einfach keine Lust. Was dann? Will Gott mit dir Zeit verbringen oder nicht? Das ist die Frage. Und ich glaube, der Prophet Elia war davon überzeugt, naja, wenn jetzt nichts zu tun ist, wozu bin ich dann gut? Und Gott tut etwas, was er ganz selten tut in dieser Situation, und schickt einen Engel zu Elia, um ihm zu zeigen, dass Gott ihn liebt, nicht weil er Großes vollbringt, sondern weil er Elia ist. Und das ist eine große Lehre für jeden, der in der Nachfolge steht.
besonders in der heutigen Zeit, wo Leistung, wo die Menschen nach Leistung gemessen werden. Ich will nicht sagen, dass etwas zu leisten schlecht ist. Es ist wichtig, Dinge zu tun, die großartig sind. Ob sie im Kleinen geschehen oder im Großen, das ist nicht so wichtig. Es ist notwendig, die zu tun. Und wenn du dazu berufen bist, Großes zu vollbringen, dann mach es. Aber das wird deinen Wert in den Augen Gottes nicht steigern. Weil Gott muss man nichts beweisen, er kennt dich. Das haben wir auch in dem Kehrvers zum Psalm gesungen. Der Herr ist gut. Und aus seiner Güte heraus liebt er dich. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst nichts Großartiges in deinem Leben vollbringen. Dein Leben kann so ausschauen, dass du dein ganzes Leben lang nichts Gescheites gemacht hast. Und du bist trotzdem geliebt von ihm. Genauso wie der, zum Beispiel Prophet Elia. Oder dein Nachbar, der erfolgreich ist. Gott lädt uns dazu ein, in dieser Nachfolge etwas zu tun, unsere Talente zu entdecken und sie einzusetzen, für die Kirche, für die Menschen um uns herum. Das stimmt. Aber das ist nicht das Wesentliche in der Nachfolge, sondern die Gewissheit, dass Gott dich liebt, ohne Bedingungen zu stellen. Und manchmal muss uns ein Engel geschickt werden. Und ich weiß nicht, wie beim Propheten Elia das war, da unter diesem Ginsterstrauch, ob der Engel ihn einfach so ein bisschen berührt hat oder ihm einen Tritt verpassen musste, dass er sich bewegt. Es ist ganz verschieden. Aber Gott ist einer, der dich ins Zentrum stellt. Er interessiert sich für dich. Nicht für was du tust, sondern für dich. Nicht für was du geleistet hast, sondern für dich. Und wenn du dann diese Gewissheit hast, dass du geliebt bist von ihm, dann liebt er auch deine Taten. Dann freut er sich auch daran, dass du Großartiges vollbringst. Aber die Reihenfolge muss stimmen, für uns Christen zumindest. Das ist ein Zeichen, das wir in der Welt setzen können, dass vor jeder Leistung der Mensch kommt und jede bedingungslos von Gott zumindest geliebt werden muss. Wenn du einen Menschen liebst, darfst du Bedingungen stellen. Das ist in Ordnung. Aber Gott ist nicht so wie wir. Er stellt weder mir noch dir keine Bedingungen für seine Liebe. Und das ist die Botschaft, die uns heute die Heilige Schrift erzählt, dass wir von ihm geliebt werden, ob wir etwas leisten oder nicht. Und klar bist du dazu eingeladen, vielleicht wie der Prophet Elia, für Gott einzutreten, für sein Reich einzutreten, sein Reich aufzubauen oder in der Gesellschaft aufzutreten und sie aufzubauen. Finde deinen Platz, aber das hat mit der Nachfolge nicht vordergründig etwas zu tun. Das ist nur ein Ergebnis oder soll nur ein Ergebnis dessen sein, dass wir von Gott geliebt und angenommen werden, ohne irgendwelche Bedingungen. Und dann wird es so sein, wie wir es im Evangelium gehört haben, dass wir uns von dem Brot speisen, das uns Leben gibt. Nicht von der Anerkennung anderer, ob es deine Familie ist, dein Chef oder irgendjemand andere oder der sich ausgedachte Gott, sondern von Jesus und dieser Beziehung, die zwischen dir und ihm ist. Ich lade dich wirklich dazu ein, auf den Propheten Elia zu schauen. Wenn jemand nachlesen möchte, das erste Buch der Könige, lohnt sich, es ist manchmal auch eine witzige Geschichte, aber der Elia ist einer, der den Weg mit Gott auf eine besondere Weise gegangen ist.
Und dein Weg ist genauso besonders und wertvoll wie der vom Propheten Elia. Vergiss das nie. Was dir auch andere sagen mögen, welches Gefühl sie dir auch andere geben, welches Gefühl du dir in der Nachfolge gibst. Du bist von Gott geliebt und das kann nichts ändern.